Im Jahr 2019 wurde die OPCUA-Spezifikation um Publisher-Subscriber-Kommunikationsmuster erweitert. Das heißt, hier erfolgt dann die Nachrichtenkommunikation nicht mehr Client-Server-basiert, sondern über eine sogenannte nachrichtenorientierte Middleware. Diese nachrichtenorientierte Middleware kann im Falle der UDP-Kommunikation zum Beispiel eine Unicast- oder Multicast-Adresse sein oder als zweiten Transportweg hat man MQTT zur Verfügung, bei dem die Kommunikation dann über einen Message Broker läuft. Dieser Message Broker ist letzten Endes nur ein Stückchen Software. Der kann auf der Maschinensteuerung laufen, der kann auf einem Edge-Device laufen oder er läuft eben in der Cloud. Und das zeigt auch so ein bisschen die Skalierbarkeit von OPCUA. Denn egal, ob ich die Daten lokal im Maschinennetzwerk kommuniziere oder mit der Cloud austausche, es ist in jedem Fall immer eine OPCUA-Kommunikation. Als Datenformat, was man dann nachher über den UDP- oder MQTT-Kanal austauscht, kann man sich entweder für ein Binärformat entscheiden oder auch über ein ASCII-basiertes JSON-Format. Auch hier völlig egal, für welches Format man sich entscheidet. Es ist in jedem Fall durch die OPC Foundation standardisiert und Bestandteil der OPCUA-Spezifikation. Beide Kommunikationsvarianten, UDP und MQTT, stehen nun auch unseren TwinCAT-Benutzern zur Verfügung, nämlich mit dem neuen Produkt TwinCAT OPCUA PubSub oder dem Produktcode TF6105. Das heißt, hier haben unsere Kunden nun die Möglichkeit, OPCUA PubSub in TwinCAT zu integrieren und für ihre Datenkommunikation zu verwenden.